Na, das braucht schon das richtig gute Zeug. Nee, lass mal. Bessere Electric Poles. Die nächste Stufe braucht Titanium. Das kann ich eigentlich schon fast vergessen. Gunships. Zwei. Aha. Mal hier. Lieber ein bisschen Zeug, was wir für später mal brauchen. Was mache ich jetzt? Ich gehe runter zum Eisen. Ich habe jetzt ja 22 Speed-Module, richtig? Richtig. Und zwar die richtigen Speed-Module, die kein extra irgendwas machen. Das, was ich nicht wollte. So, ich sehe genug Pulver. Ich sehe nicht genug Platten. Naja, halbwegs nicht genug Platten. Das da staut sich ja schon. Das heißt, ihr kriegt jetzt mal jeweils noch euer zweites Modul. Oh, hier sind sogar zu viele Platten drin. Krass. Okay, dann mach bitte. Dim, 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 dim. Was für eins brauche ich hier? 30 oder 50? 30. Bau bitte 30er. Schnell. Bis da. Und du bist ein 50er. Das wird so schnell nix. Bump. Aber ich kann mir einfach das direkte Eisen hier schnappen und damit weiterbauen. Gut. Da ist 50 Page. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ich hätte vielleicht nicht alle Yuki-Sachen für die blauen Sachen verballern sollen, ha? Alternativ könnte ich die Stromsparmodule auch rausnehmen. Muss ich dann mal schauen. Lab Efficiency. Nö. Rockets? Nö. Harper-Emitter. Ja, nee. Die Idee fand ich recht cool, aber brauche ich momentan nicht. Kleinkram, was nicht viel kostet. Das ist schön. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher in dem Forschungsmenü. Und es würde eh nichts bringen, wenn ich hier sondern das Speed-Module noch mehr reinklatsche, also statt 2, 4, wenn das eh nicht ordentlich abtransportiert werden kann. Wobei nur die vorderen zwei Probleme haben im Rauflegen. Brech dich mal ganz kurz ab und mach das hier bitte auch mal alles rot. Und wenigstens das schon mal hier sich nicht staut, sondern wenn dann weiter oben sich staut. Ich weiß, es ist das Problem einfach nur aufgeschoben. Aber das sieht dann auch schon mal besser aus. So. Gut. Also hier unten sieht es schon mal ordentlich aus. Dann muss ich jetzt nochmal damit anfangen. Und was mache ich jetzt, während ich warte, dass die 180 Dinger da fertig sind? Ein Rundgang. Oder kurz auf die Liste gucken. Ich wollte Module herstellen, ich wollte Strom umklappen, ich wollte Edelsteine automatisieren, ich wollte Kohle-Fuel-Blocks nachgucken, ob da noch da ist. Oh, das wird nicht gut sein. Ist untenrum verbunden, ne? Ja, sollte okay sein. Kohleblöcke kurz nachgucken. Scheint okay zu sein. Und dann kann ich jetzt die Zeit nutzen, um hier die Sache einzustellen, weil dazu muss ich nichts craften. Da muss ich einfach nur rumklicken. Das heißt, ich schnapp mir jetzt hier oben. Die Härmchen sind immer noch nicht da. Ja, sehr schön. Trotzdem kann ich schon mal einstellen. Ich schnapp mir jetzt hier oben Raw Ruby. Da dann Cut Ruby. Ihr braucht Wasser. Ja. Und Polished Ruby. Das Ganze für Sapphire. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich alles komplett automatisieren will oder einen Teil davon so. Oder falsch. Einen Teil davon halb automatisieren. Weil ich weiß, man braucht. Das ist hier verschoben, kann das sein? Ja. Ich weiß, man brauchte früher auch für bestimmte Batterien zum Beispiel nicht die letzte Stufe, sondern eine Vorstufe. Und ich hatte damals den Fehler gemacht, dass ich alles zu den besten Edelsteinen umgewurstelt hatte. Und dann hatte ich irgendwann nicht mehr die Vorstufe. Und das ist dann natürlich nicht so schön. Jetzt bräuchte ich hier allerdings noch davon welche. Ein paar.
Lass das mal. Wir haben da ein paar noch so von, ne? Eine Altlast. Wasser brauchen die, glaube ich, nur, ja. Das heißt, hier werden wir es auch noch brauchen. Da auch und schon mal alle Shift links klicken. So, einfach Wasser rein drücken, ob ihr es haben wollt oder nicht. Okay, was haben wir als nächstes? Edelsteine, Diamant. Und Emerald. Und so, der letzte Amethyst. So, welche Munition würde ich jetzt herstellen wollen? Für mein Lasergewehr, die da. Also Emeralds. Dafür bräuchte ich auch Lithium-Ionen-Batterien. Wo sind die? Was brauche ich dafür? Lithium. Ja, Lithium-Kobaltoxid, Lithium-Perchlorat. Chlorat oder Chlorid? Egal. Plastikcarbon. Ja, das ist okay. Das geht, das geht, das geht, geht. Das heißt, ich mache erstmal grün. Das heißt, ihr kriegt erstmal Ärmchen. Sonst wird das ja nichts. So, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Beschränken dich mal auf ein Stack. So. Und es fängt an loszutackern. Also, einmal. Wow. Ich fordere schon mal die ganzen Grundsachen an. Die Grundsachen können ja überall einsortiert werden. Also jeder Edelstein in der Raw-Form in seine Kiste. Ob ich es dann weiterverarbeite oder nicht, muss ich dann später gucken. Momentan sind die noch nicht so wirklich großartig eingestellt hier. Aber damit wenigstens die Kisten unten schon mal entlastet werden und die ganzen Edelsteine auch da landen, wo sie hingehören. Du brauchst jetzt Grinding Wheel. Habe ich die nicht? Ich habe kein Silikonkarbid. Was ist Silikonkarbid? Das da, Powdered Silicon und Carbon. Hatte ich das nicht schon? So, Powdered Silicon ist in der ganzen Malenfabrik. Also müsste es da sein. Powdered Silicon. Okay. Und Carbon habe ich auch. Ich habe nur kein Silikonkarbid. Und das kriege ich nur in den Chemical Furnaces. Das wären die da. Bau davon mal. Na, zwei reichen. Und dann schummel ich die hier irgendwo mit rein. Oh, hier neben. Ist ein bisschen eng dann, aber das passt schon. Da. Blub. Blub. Oh, Zerstörung. Was wurde zerstört? Oben nur irgendwelche Kleinkram. Also okay. So, du hättest jetzt gerne Silikonkarbid. Hättest es gerne in größeren Mengen. Und dich beschränken wir mal auf zwei Stacks und gucken, was passiert. Und da ich nicht weiß, wie viele von diesen Schleifdingen ich brauche, beziehungsweise wie schnell die sich verbrauchen, tue ich auch noch keine Speed-Module hier rein. Die ganzen Stromspar-Dinger hier. Ich habe das Bedürfnis, die alle auf MK2 aufzustufen, die ganzen Schmelzöfen hier. Na gut. Ich husch rüber, guck mir an, ob die Polierpaste so funktioniert und dann habe ich. Blub. Dann habe ich auch hoffentlich bald genug rote Fließbänder, um die Eisenproduktion wieder ordentlich in Gang zu bekommen. Warum die Ärmchen immer noch nicht gehen, checke ich nicht, weil Eisen sollte auch zwischendurch wenigstens ab und an mal rein. Tröpfeln. Guck ich mir auch noch an. So, was wollte ich jetzt genau? Ich wollte die schmierkomischen Dinger da mir angucken. Gut, davon werden jetzt viel zu wenig hergestellt, weil jeder die anfordert, richtig? Nö. Nur du forderst die bisher an. Cut Gems. Oh genau, welche brauche ich überhaupt für? Polished, ja.
Ah. Oh, du brauchst wieder was anderes. Du brauchst Polishing Compound. Polishing Compound habe ich nicht. Polishing Compound gibt es. Ach. Wo ist Polishing? Da. Wird hergestellt in einer Chemical Plant. Okay. Bräuchte Light Oil und Alumina. Schön, gehen wir hier runter zum Light Oil. Habe ich das vielleicht schon irgendwo hier vorbereitet? Nee, habe ich nicht. Light Oil ist sehr wenig vorhanden. Na gut, tun wir dich doch einfach mal da so hin. Ganz stromlos, wie du bist. Bauen wir bitte einfach ein paar davon. So. So, du stellst her die da. Mit dem Öl von da unten. So ein bisschen jedenfalls vielleicht. Jo. Und dann noch eine blaue Kiste hier, rote Kiste da. Luxusärmchen, die sich kein anderer leisten kann. Forderst bitte Alumina an. Kurz warten, aber es sollte eigentlich kommen, richtig. Bum, 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 bum. Okay. Eventuell haben wir nicht genug Leichtöl, weil das Leichtöl hier gleich da reingestopft wird. Das heißt, ich müsste das Leichtöl... Nimm das da mal raus. Ich müsste es ein bisschen umlenken. Und zwar von da nach da. Das heißt, es kommt direkt aus der Raffinerie und landet dann in den Tanks und es befindet sich dann hier. Das heißt, die Chance ist höher, dass hier Leichtöl ankommt, bevor es weiterverarbeitet wird. Hierher. Das heißt, die Fabrik hier läuft jetzt gar nicht richtig. Richtig, aber es sollte sich trotzdem noch aufgehen. Sonst kann ich das später noch reparieren. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal das Zeug da und das wird jetzt benutzt, um die guten Dinger da zu machen. Genau, die da. Drei Stück. Und damit kann ich gleich die richtig gute Munition herstellen. Ich brauche nur Laser Rifle Battery Case. Was ist das nun schon wieder? Ja, okay, das wird gleich automatisch mit herstellen. Und ich brauche die Lithium-Batterien. Die würde ich aber ganz gerne hier im Haupttrakt irgendwo herstellen. Wobei, wenn ich sie... Ich werde nicht die Lasermunition automatisieren. Nicht, wenn die Polished Gems brauchen. Nee, 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 nee. Ich pappe dich einfach hier mit irgendwo hin. Nee, das war geplant für die höhere Stufe dafür. Du warst gespart für... Die andere Art von Bällen. Ich glaube, die hier sind frei, oder? Ich hoffe. Du stell bitte her. Lithium-Batterie-Zeug. Das da. Shift rechts, Shift links. Beschränken auf erstmal ein Stack. Ja, ein paar Sachen kommen angeflogen. Aber das Lithium-Kobaltoxid glaube ich nicht. Und das Lithium-Perchlorat glaube ich auch nicht. Wo kriege ich das her? Die sehen alle so gleich aus. Nee. Lithiumchloridelektrolyse. Brauch Lithium. Bös. Achso, brauch irgendein anderes komisches weißes Pulver und Wasserstoff. Wird in einem Electrolyzer gemacht. Habe ich einen Electrolyzer? Ja. Okay, dann muss ich doch wieder weg hier. Dann baue ich den Electrolyzer mal dahin. Du, bau das da. Wasser kriegst du auch, kein Problem. Bum, bum, bum. Und Lithiumchlorid musst du an. Warum nimmst du kein Wasser? Fehlt da wieder ein Ding inzwischen, oder? Oh, und du spuckst Wasserstoff aus. Jetzt müssen wir woanders machen.
Hatte ich nicht hier unten auch schon irgendwo Wasserstoffüberschuss oder so? Da ist Wasserstoff, da sehe ich's.